Mein Name ist Marva El-Sharbini. Am 1. Juli 2009 wurde ich im Landgericht Dresden vor den Augen meines Kindes mit 16 Messerstichen ermordet. Ich musste sterben, weil ich ein Kopftuch trug. Eigentlich war ich viel mehr als eine Kopftuchträgerin. Ich war Apothekerin und Handballspielerin in der ägyptischen Nationalmannschaft. Ich war Mutter eines 3-jährigen Sohnes und im 3. Monat schwanger. 2005 kam ich mit meinem Mann, einem Genforscher und Doktorand am Max-Planck-Institut, voller Hoffnung nach Bremen. Bald darauf kam unser erstes Kind zur Welt. Im August 2008 ging ich mit meinem Sohn auf einem Spielplatz in Dresden. Er wollte schaukeln. Als ich den Mann, der auf der Schaukel saß, bat, den Platz frei zu machen, wurde er sauer. Er beschimpfte mich als Islamistin, Terroristin. Ich hätte kein Recht darauf, in Deutschland zu leben, sagte er. Passanten informierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Vorfall auf und bearbeiteten die Anzeige. Einige Monate später begegnete ich dem Mann, der mich rassistisch beleidigte, im Landgericht Dresden. Er war sich seiner Schuld nicht bewusst. Er zeigte keine Reue. Bereits vor der Verhandlung hatte er an das Gericht einen Brief geschrieben, der seinen antimuslimischen Hass nochmal offenbarte. Nach dem Gerichtssaal zog er ein langes Messer und stürzte sich auf mich. Es folgten 16 Messerstiche vor den Augen meines 3-Jährigen. Ich war im 3. Monat schwanger. Mein Mann eilte mir zur Hilfe. Ein Polizist, der nicht meinen Mörder, sondern meinen Mann für den Täter hielt, schoss gezielt auf ihn. Mein Mann überlebte. Ich nicht. Ich verblutete im Landgericht. Die Staatsanwaltschaft sprach später von einem Einzeltäter, der aus einer extrem ausländerfeindlichen Motivation handelte. Warum wurde mein Mörder am Eingang des Landgerichts nicht durchsucht? Warum konnte er ein langes Messer in das Gerichtsgebäude schmuggeln? War sein Brief mit gewaltbereiter Hetze denn kein Warnsignal? Mein Name ist Marva El-Sharbini. Ich wurde mit 31 Jahren im Landgericht Dresden vor den Augen meines 3-jährigen Kindes von einem Rassisten mit 16 Messerstichen ermordet. Ich musste sterben, weil ich Gerechtigkeit suchte.